Mitglieder von Europa. Ein schamloser Angriff der Terrorgruppe Outer Way, angeführt von der berüchtigten Dani Nakamura. Das reicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Hier Callisto Hangar Control an UJC Karen. Sie haben die Sicherheitszone verlassen. Verstanden, Hangar Control. Nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziele im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nicht. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Die Steuerbord- und Backbordsensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich gehe ja schon. Gehst du nun oder nicht? Persönliches Logbuch. Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Frachtraum, Jacob. Komm, man, geh nachsehen. Schon, Max. So packt man die doch nicht. Hoffe, das lohnt sich. Ich sollte den Rest des Schiffs prüfen. Huan Sohn.
ist alles okay. Sollte auf der anderen Seite. Geentert. Der Autoway? Ja, sieht so aus. Na gut, dann bewegt deinen Arsch wieder hier rauf, aber Vorsicht, die könnten überall sein. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Was wollen Sie? Woher soll ich das wissen? Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Nötig ist. Warte, ich komme!
Jacob! Oh! Jacob! Ach, nicht auf dich gehört! Hey, hey! Komm schon! Erfasst. Schätze, suche fort. Lagar in Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Okay. Bringen wir sie hier raus. Laut Verzeichnis transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Terrarregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Hier! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Hey! Ich hab nichts getan! Was glaubst du, du Blöde? Ruhe! Ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein, 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 nein! Ich bin Frachtpilot! Ich wurde angegriffen von ihr! Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist tot! Egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Iron. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Denn dein neues Leben lebt. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Iron, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme.
Hey, lass mich! Hey, halt! Nein! Nein! Hey! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen Bereiten nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Gerät? Dieses Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Geht hier vor. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Aber weißt du, du bist Pilot, oder? Na? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin übrigens Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Und lass mich nicht hängen.
Geht nicht, die Konsole reagiert nicht. Da hinten, da war was, hat mich angegriffen. Und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja. Das ist unser erster Halt, wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene, ich melde mich. Systeme offline. Halten Sie in Ihrer Zelle.
Test, schnapp mal ein paar Tricks auf. Du hast es zum Transportlift geschafft. Fahr runter und such auf dieser Ebene den Aufzug. Elias, mit dem Aufzug stimmt was nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Verdammt, das bringt dich zum Isolationstrakt. Er reicht ja doch schon trotzdem. Dauert nur etwas länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie die völlig durchgeknallten.
Ja.